Hallo Wolgast. Ich mache einfach weiter, weil ich habe auch noch Grüße für den lieben Verfassungsschutz. Denn gerne möchte ich heute von unserer geplanten Reise nach Weißrussland berichten. Unser Hauptziel war die Stadt Brest. Sie war lange im Vorfeld geplant und diente dem Zweck der Völkerverständigung und der Verwirklichung bilateraler Interessen, die mittlerweile von deutscher Seite ausschließlich von Privatpersonen kommt. Dazu gehört es auch, ein Visum bei der belarussischen Botschaft zu beantragen, weil ohne gültiges Visum keine Einreise möglich ist. Wir stellten also rechtzeitig die Anträge und warteten auf die Zusage. Aber dann kam es, wie es kommen musste. Am Dienstag, die Pässe sollten am Freitag abgeholt werden, kam der Anruf von der Botschaft, dass ich nicht einreisen könne, da ich keinen Antrag für ein Visum gestellt habe. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein Gefühl ich hatte. Auf jeden Fall war mir ziemlich schlecht. Ich kontaktierte also die verantwortliche Person für die Organisation unserer Reise und schilderte ihr den Sachverhalt. Dabei stellte sich heraus, dass der Fehler nicht bei mir lag, sondern bei dem Hotel, das meine Daten an die Botschaft falsch übermittelt hatte. Es fehlten in meinem Nachnamen zwei Buchstaben. Wir konnten den Fehler beheben. Das Hotel übermittelte meinen Namen an die Botschaft korrekt und ich bekam am Freitag meinen Pass inklusive des Visums. So etwas könnte in Deutschland nicht passieren. Denn hier brauchst du keinen Pass, um in unser Land zu kommen. Es reicht, wenn man am 1. Januar irgendwann geboren ist und nicht deutsch aussieht. Der Grenzübertritt war moderat von der Zeit her. Ich glaube, wir haben circa 4 Stunden gebraucht. Auffällig war es, dass ich glaube, es waren 5 Posten, an denen wir immer wieder unseren Pass und unsere Fahrzeugpapiere vorzeigen mussten. Es war also einfach unmöglich, jemanden oder irgendwas in dieses Land zu schmuggeln oder seine Identität zu wechseln. Und dann war es endlich soweit. Wir kamen in Weißrussland an und es fühlte sich wirklich an wie der Eintritt in eine andere Welt. Dort war es ruhig, sauber. Hektik war dort gefühlt ein Fremdwort. Die Menschen dort lebten achtsam und achteten sich gegenseitig, strahlten eine Grundzufriedenheit aus, sind ordentlich gekleidet und die Straßen, Dörfer und Städte sind gepflegt, sauber und ordentlich. Wenn wir uns in Deutschland umschauen, liegen überall Zigarettenstummel, McDonald's-Verpackungen und anderer Unrat herum und die Parkhäuser werden mittlerweile zu öffentlichen Toiletten umfunktioniert. Ebenso haben wir wenig Werbung wahrnehmen können. Es gab dort kaum Reizüberflutung, die durch Leuchtreklamen oder ähnlichen Kokolores angebaut waren, den kein Mensch auf dieser Erde braucht. Alles in allem schien das Leben dort einfacher und somit auch zufriedener. Junge Menschen hingen nicht permanent am Handy. Sie trafen sich in kleinen Gruppen und hingen gemeinsam ab, so wie bei uns noch vor 30 Jahren. Dass die Menschen, vor allem die Jugend, wenig Interesse an Medien zeigt, konnte später in einem Gespräch mit der örtlichen Zeitung bestätigt werden. Keine Spur von Klimakrise oder Weltuntergangsstimmung, keine Windkrafträder, keine Solarparks und kein Verpackungsmüllproblem. Genderwahn, Fehlanzeige. Eventuell sollte die letzte Generation anstelle von sinnlosen Protestaktionen lieber eine Bildungsreise in den Osten machen. Vielleicht kleben sie sich dort mal auf die Straße. Ich wäre gespannt, was dort passiert. In diesem Land ist vieles auf Eigenverantwortung ausgelegt. Das war bereits bei Corona und dem Maskenzwang so. Der Präsident Lukaschenko machte nie einen Hehl aus seinem Zweifel an der Pandemie, zog die Maßnahmen eher ins Lächerliche, wo sie auch hingehören, und überließ der Bevölkerung die individuelle Entscheidung, ob sie sich spritzen lassen möchte oder eben nicht. Genauso war es beim Tragen des Maulkorbs. Offensichtlich scheint hier jemand noch sein Volk ernst zu nehmen. Es ist dir freigestellt, ob du dich an die Gesetze und Regeln der Gesellschaft hältst oder eben nicht. Tust du es nicht, musst du allerdings mit den Konsequenzen im vollen Umfang rechnen und damit auch leben können. Das heißt nicht, ich spiele Messerverkäufer, steche einzelne Menschen an, mache dann einen auf Macke und bekomme bis zum Rest meines Lebens alle möglichen Hilfen, die dieser Staat so zu bieten hat. Obendrauf natürlich einen Freispruch, aber nur, wenn du kein Deutscher bist. Sondern ich muss dann mit harten Strafen rechnen, Gefängnis oder Gefängnis, so in etwa. Und im Übrigen kann es mich schon ein Visum kosten, wenn ich zu oft bei Rot über die Straße gehe und dabei erwischt werde. Und dann brauche ich nicht nochmal fragen, ob ich wieder in das Land komme. Die Sanktionen, die der Westen gegen den Osten erlässt, sind dort kaum zu spüren. Man bekommt eher das Gefühl, dass es nur unserer eigenen Wirtschaft schadet. Ich meine, was denken die Politiker?
dass sie Sanktionen gegen ein Entwicklungsland aussprechen, wacht auf. Die Gesellschaft dort hat ihre eigenen Waren und Güter und lacht sich wahrscheinlich halb tot über unsere total verblödete Gurkentruppe namens Regierung. Und nun komme ich zu dem eigentlichen Grundgedanken unserer Reise, welche, wenn man es genau betrachtet, eigentlich die Arbeit unserer inkompetenten Regierung wäre. Denn die hat ja mehr damit zu tun, das eigene Land gegen die Wand zu fahren. Beziehungsweise, dass dies die Aufgabe von Diplomaten wäre und nicht vordergründig die der normalen Bürger. Wir waren also als Vertreter Deutschlands dort, um an die grausamen Taten unserer Vorfahren während des Zweiten Weltkriegs, welche im Zuge des Generalplan Ost vollstreckt wurden, zu erinnern. Diese Botschaft auch in unser Heimatland zu transportieren und uns klar für den Frieden auszusprechen. Denn wir vergessen unsere Geschichte nicht, auch wenn es die Regierung gerne möchte. Und schon gar nicht wollen wir, dass sich so etwas Grausames noch einmal wiederholt. Und genau hier liegt auch der Ursprung der Reise. Es gab jemanden, der sich mit den Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzte, um sie nicht zu vergessen, recherchierte diese und fasste seine Ergebnisse in einem Wikipedia-Artikel zusammen. Ihr dürft raten, was danach passierte. Der Wikipedia-Eintrag wurde nach nur wenigen Sekunden gelöscht. Es wurden gezielt Informationen der Geschichte gelöscht. Einfach ausradiert. Zuerst die Menschen und dann ihre Geschichte. Warum passiert so etwas? Warum zensiert Wikipedia so schnell einen Eintrag und verhindert jeden erneuten Versuch? Ich denke, diese Frage kann jeder für sich beantworten. Während der Reise besuchten wir drei Gedenkstätten. Eine russisch-orthodoxe Kirche, die Festspiele von Brest, eine Schule, welche schon in deutsch-belarussischer Freundschaft steht, und konnten an einem Interview mit der örtlichen Zeitung teilnehmen. Von den drei emotionalsten Momenten dieser Reise möchte ich gerne etwas mehr erzählen. Als erstes besuchten wir die Gedenkstätte in Dremlewo. Am 11. September 1942 wurde das weißrussische Dorf Dremlewo von den deutschen Polizeieinheiten vollständig zerstört. Die Bewohner wurden in Scheunen getrieben und ermordet. Frauen und Kinder in die eine, die Männer in eine zweite Scheune. Dremlewo ist das erste von 600 kleinen Ortschaften in Weißrussland, die während der Operation Dreieck der Wehrmacht dem Erdboden gleichgemacht wurden. Polizeikräfte aus Nazi-Deutschland richteten unter den Bewohnern ein unglaubliches Massaker an. Die Bewohner wurden systematisch ermordet. Lediglich drei Heranwachsende überlebten, verletzt und mit Verbrennung. Sie waren Zeugen dieser ungeheuerlichen Gräueltat. Das Dorf, das 43 Gehöfte hatte, verbrannte in einem Feuerring und ist seither nicht wieder auferstanden. Bereits im Jahr 1967 wurde an dieser Stelle einer der Scheunen, in denen die Menschen von Dremlewo verbrannt worden waren, von Menschenhand ein Hügel aufgeschüttet, auf dem ein Findling mit einer Gedenktafel lag. In der Mitte des Gedenkkomplexes, am Fuße des Hügels, stehen die gigantischen Skulpturen dreier trauernder Frauen, einer Mutter, einer Tochter und einer Enkelin. Und dann stehst du da, schaust auf den Hügel, schaust auf die Skulpturen und schaust in die unendliche Weite, in die Leere, wo vorher ein Dorf stand, ist nun nichts mehr. Und genau in diesem Moment kam in mir der Gedanke auf, was mache ich eigentlich hier? Warum bin ich hier? Weil ich nicht möchte, dass so etwas Grausames sich noch einmal wiederholt und ich in keinster Weise, genau in diesem Moment, in dem ich da stehe, nachvollziehen kann, dass es Menschen gibt, die es toll finden, Pistolen, Gewehre, Panzer, Kampfflugzeuge und anderen Müll für den Krieg herzugeben. Denn bei einem Krieg sterben keine Panzer und Waffen, es sind Menschen und viele sterben von ihnen unschuldig. Eine weitere Gedenkstätte, welche wir besuchten, war die in Damatschawa, nahe der ukrainischen Grenze. Sie ist bekannt, weil die deutschen Besatzer hier 54 Kinder eines Kinderheims ermordeten. Abends am 23. September 1942 kam ein LKW zum Kinderheim, der die Kinder angeblich zu einer medizinischen Untersuchung nach Brest bringen sollte. Eine Erzieherin fuhr mit den Kindern mit. Die 54 Kinder und die Erzieherin mussten sich in der Nähe des wenige Kilometer nördlich von Damatschawa gelegenen Dorfes Dubica im Wald entkleiden und wurden erschossen. Der Mord wurde von den Bewohnern des Dorfes beobachtet. Insgesamt 4 Kinder entkamen den Mördern. Und auch hier wurde ein eindrucksvolles Monument
errichtet, das vier nackte Kinder verzweifelt und praktisch in der Luft schwebend zeigt. Am Ort der Erschießung im Wald nahe dem Dorf Dubica gibt es ebenfalls ein Denkmal. Auch hier mussten wieder unschuldige Menschen sterben. Als letztes möchte ich euch noch kurz von den Brester Festspielen erzählen, welche schon am Tag vor dem Geschehen in der Stadt groß zelebriert wurden, sich durch die Nacht erstreckten und am Morgen des 22. Juni ihren Höhepunkt hatten. Am 22. Juni 1941 begann die deutsche Wehrmacht den Überfall auf die Sowjetunion. Eines der ersten Angriffsziele war die weißrussische Stadt Brest. Die hoffnungslos unterlegene Garnison der Brester Festung leistete der Wehrmacht mehrere Tage lang erbitterten Widerstand. Letzten Endes wurden die Verteidiger jedoch geschlagen. In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion gilt die Schlacht um Brest bis heute als eine der größten Heldentaten des Zweiten Weltkriegs. Jedes Jahr am 22. Juni stellen die Brester die Ereignisse am Originalschauplatz nach. Mit großen Emotionen wird der gefallenen Helden gedacht. Dieser Überfall wird so originalgetreu nachgestellt, mit Schüssen aus Gewehren, fliegenden Bomben und Explosionen, dass jeder, der sich dieses Schauspiel anschaut, in meinen Augen nicht im Traum daran denkt, auch nur ein Messer für den Krieg herzugeben. Und nach all diesen... Und nach all diesen Eindrücken würde ich mir wünschen, dass Menschen, natürlich auch die Politiker, die den Krieg unterstützen, genau zu solchen Veranstaltungen und Gedenkstätten fahren und sich die Geschichte, welche einst passierte, anhören. Und dann, wenn man vor dem Nichts steht, vor Gräbern und den Hintergrund der grausamen Taten kennt, möchte ich wissen, ob Waffenlieferungen immer noch sinnvoll sind. Abschließend kann ich sagen, dass die Menschen dort unserer Generation gegenüber nicht nachtragend sind. Denn sie wissen, dass wir nicht für das, was war, verantwortlich sind. Aber sie vergessen ihre Geschichte nicht und haben uns trotzdem offen empfangen. Mehrmals bot der Präsident von Belarus in den letzten Monaten an, ein Treffen zwischen Putin, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, Joe Biden, der wandelnde Mumie aus Übersee und dem Komiker Zelensky zu organisieren. Dass endlich Ruhe in den dort momentan eskalierten Konflikt kommt. Dass es dazu seitens des Westens und des Zelensky-Regimes nicht kam, wissen wir. Reisen bildet und baut Vorurteile ab. Wir lernten Belarus kennen und sahen, dass es ein schönes Land ist, dass hier gutmütige Menschen leben und von denen geht nichts Böses aus. Es sollte uns allen also wirklich daran gelegen sein, durch die Tür der Freundschaft einzutreten und keine erneuten Gräueltaten zuzulassen.